Innenminister Gerhard Karner hat am Montag in Wien der Spezialeinheit Vega das Spezialfahrzeug Survivor übergeben. Das Gefährt ist vor allem für besonders gefährliche Einsätze der Polizei vorgesehen, bis hin zu Terrorlagen. Heute wird das zweite sondergeschützte Fahrzeug der Vega übergeben. Die Survivor sind gepanzert, sie verfügen über eine entsprechend hohe ballistische Schutzklasse und sie dienen dazu, um die polizeilichen Einsatzkräfte bei besonderen Lagen aus dem Gefahrenbereich entweder zu bergen oder zur Annäherung an den Gefahrenbereich den notwendigen Schutz zu geben. Das 12 Tonnen schwere Fahrzeug wurde von einer Firma in Österreich hergestellt und ist im Unterschied zu einem Panzer nicht bewaffnet. Bei der Präsentation wurde auch eine Zwischenbilanz der bundesweit gegründeten Schnellen Interventionsgruppe, kurz SIG, gezogen. Anlass für die Gründung war der Terroranschlag in Wien im November 2020, berichtete Karner. Und hier wurden klar die Schlüsse auch gezogen aus diesem dramatischen Terroranschlag. Und so wurde nach dem Modell Wiens, nämlich der Vega und vor allem der Bereitschaftseinheit, wurde dieses Modell der schnellen Reaktionskräfte auch auf alle anderen Bundesländer ausgedehnt. Im Herbst 2021 wurden die sogenannten Bereitschaftseinheiten und die schnellen Interventionsgruppen ins Leben gerufen, eingerichtet für besondere Lagen, um auch die Schlagkraft in diesen besonderen Lagen auch hochzuhalten und auch zu erhöhen. Und so haben die SRKs seit dem österreichweiten Bestehen 6.640 Festnahmen auch durchgeführt. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, unterstrich die Bedeutung der SIG, vor allem angesichts der erhöhten Terrorwarnstufe in Österreich.